Der schon 33. Straßenlauf durch Berlins Gartenstadt Frohnau. Am vergangenen Sonntag trafen sich klein und groß beim Frohnau-Lauf vom SC Tegeler Forst. Das schöne Wetter lud über 600 Leute dazu ein. Also die Stimmung hier ist super, finde ich, weil man wird gut angefeuert von außen. Viele Eltern sind dabei und auch einige Lehrer. Also alles super. Ich finde einfach, die Leute sind super und es macht einfach total viel Spaß, hier zu laufen. Die Veranstaltung startete mit einem U10, gefolgt von einem U12, U14 Kinderlauf. Die Kleinen waren hoch motiviert und zeigten den Großen gleich zu Beginn, was sie an Kondition, an Ausdauer drauf haben. Alle Kids schafften es über die Ziellinie. Obwohl der Lauf auch eine kleine Herausforderung darstellte, waren die Kleinen stolz, natürlich auf ihre eigene Leistung. Ich fand es sehr schön und ich war sehr aufgeregt am Anfang. Aber jetzt geht es mir eigentlich sehr gut und ich habe mich sehr gefreut jetzt, dass ich so gut gelaufen bin. Als Motivation für später auch bekamen alle Kinder eine Medaille und die Erst- bis Drittplatzierten bekamen zusätzlich noch eine Urkunde und können sich so über ihre eigene Leistung auch noch später freuen. Besonders spannend wurde es beim 5- und 10-Kilometer-Lauf. Bei den Langstreckendisziplinen kamen selbst trainierte Athleten ins Spiel. Gespannt feuerten die Zuschauer die Läufer an. Bei der Siegerehrung bekamen auch hier die Erst- bis Drittplatzierten in den jeweiligen Altersklassen ihre verdiente Medaille und Urkunde. Also die Stimmung war überragend heute, 33. Frohnau-Lauf, wir hatten 660 Teilnehmer. Jeder kam mit einem Lächeln ins Ziel, egal ob Erster oder Letzter. Alle haben sich angefeuert, unterstützt und wir sind sehr zufrieden. Nach den schweißtreibenden Läufen gab es eine kleine Stärkung mit Getränken für alle Teilnehmer und auch für die Zuschauer wurde reichlich gesorgt mit einer Bratwurst oder etwas Süßem. Kamen auch die Zuschauer kulinarisch auf ihre Kosten. Ich würde jedem empfehlen, der Lust hat, mal einen lockeren 5 Kilometer oder 10 Kilometer Straßenlauf mitzumachen, hier bei uns am Frohnau-Lauf vorbeizukommen. Es gab heute Teilnahmemedaillen, man konnte seine Zielzeit direkt im Ziel ausdrucken und für jeden war einfach irgendwie was dabei.